Was bedeutet das Resultat jetzt für Sie? Ja, ich freue mich einfach irrsinnig. Ich hätte nie gedacht, so ein deutliches Resultat zu machen. Ich habe gehofft, dass ich im ersten oder im zweiten Wahlgang gewählt werde. Und jetzt finde ich es ja, ist einfach super. Auf was freuen Sie sich am meisten bei Ihrer neuen Aufgabe? Ja, mich interessieren Themen. Also schon in den letzten Jahren, ich habe mich für schweizerische Themen, Zusammenarbeit auch mit anderen Kantonen, das hat mir sehr Spass gemacht und ja, um das wird es jetzt gehen. Es stehen wichtige Themen an, Rahmenabkommen mit der EU, CO2-Steuer, also die ganze Klimathematik und die Sicherung von der Altersvorsorge. Das sind Themen, die mir sehr wichtig sind und wo ich grosse Lust habe, daran mitzuarbeiten. Gibt es denn jetzt irgendwelche Pläne für das neue Mandat, konkrete? Ja, jetzt kommt es zuerst mal darauf an, in was für eine Kommission oder in Kommissionen ich komme. Das weiss ich natürlich noch nicht. Und das wird, ja, mit dem hängt es zusammen, mit was ich mich dann schwergewichtig würde befassen. Das ist jetzt ein bisschen frisch. Also, das ist die Sache natürlich dann von den nächsten Monaten, das zu schauen. Also, im Dezember ist die erste Session, da kann ich mal schnuppern und schauen, was als nächstes ansteht. Und für was möchten Sie sich als erstes einsetzen? Ja, es kommt wirklich darauf an, auf die Kommission. Und es gibt ein paar grosse Geschäfte, wo man weiss, sie stehen an. Und ob ich dann eben einzelne Vorstöße mache, die dann vielleicht nicht zu dem passen, wo ich in der Kommission sitze, ein paar Sachen, habe ich jetzt auch, ja, habe ich im Kopf, die mir so begegnet sind in den letzten Jahren, auch als Regierungsrätin, wo man auf kantonaler Ebene nichts machen kann, wo man auf nationaler Ebene muss. Aber da gehe ich jetzt, glaube ich, das erste Mal und schaue auch, was passend ist. Ich muss nicht einen Vorstoss machen, wo jemand gerade einen eingereicht hat vor 3 Monaten. Das kann ich ja gar nicht wissen, das werde ich auch innerhalb der Partei dann zuerst mal anschauen. Und auch in Absprache machen mit der Partei. Ja, so. Also. Schön. Jetzt haben Sie den Sieg in der Tasche. Was steht heute auf dem Programm? Ja, es gibt noch viel zu fiebern natürlich. Also Tanja Soland, ich hoffe einfach ganz wahnsinnig fest, dass sie es schafft um 4:30. Das könnte ja länger. Das wäre natürlich super. Und dann ist noch Nationalratsresultat. Sind natürlich auch total spannend. Also ob wir es schaffen. Da habe ich jetzt noch nicht vor lauter Aufregung noch nicht genau können Zahlen anschauen und wie gross die Wahrscheinlichkeiten sind, wäre, dass es könnte machen. Das ist jetzt der Nachmittag geprägt jetzt von den Wahlen, also vom Freuen, Festen und natürlich zuerst noch von den Resultaten der anderen. Schön, danke vielmals, Frau Herzog.